In diesem Video möchten wir ein wenig über digitales Lernen sprechen. Was ist digitales Lernen? Wenn darüber gesprochen wird, dann sieht man meistens solche Bilder. Was heißt das jetzt? Dass in erster Linie das Wort digital im Fokus steht und die Tools, mit denen gearbeitet wird, die Geräte. Was aber, wenn wir uns auf das Lernen konzentrieren und der Pädagogik mehr Gewicht geben. Wenn wir also die Lernenden wieder ins Zentrum der Unterrichtspraxis stellen, auch und vor allem auch beim digitalen Lernen. Es gibt das sogenannte SAMA-Modell, um den Grad der digitalen Disruption einzuschätzen. Das ist ein Modell, das vier Ebenen hat und das von Ruben Puente-Dura entwickelt wurde. Wir schauen uns das jetzt an, wofür die einzelnen Buchstaben stehen. Das S steht für Substitution, also etwas ersetzen. Hier wird wirklich mit einem digitalen Werkzeug genau dasselbe getan wie sonst mit dem traditionellen analogen Werkzeug. Beispiel ist eine Suche. Wir suchen die Definition eines Wortes und das machen wir halt mit Google. Und früher haben wir das halt genauso gemacht, analog mit einem Wörterbuch. Da geht es rein um die Ersetzung. Bei A geht es um Augmentation, also um die Erweiterung. Grundsätzlich wird auch einfach die Suche statt mit dem traditionellen analogen Werkzeug digital abgewickelt. Und dann gibt es auch noch weitere Features und Funktionalitäten, wie zum Beispiel, dass man Lesezeichen im Browser hinzufügen kann, um die Suchergebnisse zu speichern. Bei der Modification M geht es um die Änderung. Das heißt, die Technologie ermöglicht hier schon eine Umgestaltung der Aufgabe. Wir haben immer noch das Beispiel unserer Suche. Wir haben jetzt unsere Suchergebnisse hier schon gefunden, geladen und zum Beispiel mit einer App wie der Notability-App auf das iPad geladen. Man kann ein PDF daraus machen, man kann Notizen dazu machen, Illustrationen, aber auch Tonaufnahmen, Videos etc. hinzufügen und man kann das File auch gleich mit Kolleginnen und Kollegen teilen. Und die höchste Stufe ist dann die Redefinition, die Transformation. Hier ist es so, dass Technologie es wirklich ermöglicht, Aufgaben zu entwerfen, die vorher unvorstellbar waren. Also, wenn jetzt Lernende, die an verschiedenen Orten, vielleicht sogar in verschiedenen Städten, Ländern, verschiedenen Kontinenten leben, gleichzeitig lernen können. Sie können zum Beispiel mit Mondomo Lesezeichen machen, um Links, Texte, Bilder etc. von Websites zu sammeln, die sie mit der Suchmaschine gefunden haben, können da simultan zusammenarbeiten in Echtzeit und sie können daraus aus der Ferne eine kollaborative Mindmap über ein gemeinsames Thema erstellen. Und so etwas war zuvor definitiv nicht möglich. Das heißt, es gibt eine komplett neue Aufgabe, die jetzt erst durch die Technologie ermöglicht wurde. Es gibt dann auch noch einen sehr wichtigen Punkt, und zwar die Inklusion. Und da hier gibt es für uns drei Ebenen. Einerseits mal das Teilen, also Lernende geben den anderen Zugriff auf das Gefundene, also auf Links, auf Dokumente, auf Ressourcen. Einfach das Teilen der eigenen Materialien. Die zweite Ebene ist das Mitwirken, also dass die Lernenden tatsächlich auch ein gemeinsames Ziel anstreben. Sie verbinden sich miteinander und lernen gemeinsam. Und die höchste Stufe ist dann das Mitgestalten, dass sie tatsächlich ein gemeinsames Projekt erarbeiten. Sie erschaffen neues Wissen durch gemeinsames Experimentieren. Ja, wir hoffen, dass wir euch jetzt ein paar Anregungen gegeben haben. Vielleicht könnt ihr ja bei der Planung weiterer Unterrichtsszenarien einfach auch mal an das SAMA-Modell denken und überlegen, okay, vielleicht habe ich jetzt grundsätzlich nur die Stufe S oder A erreicht. Wie könnte ich denn die Aufgabe so umgestalten, dass vielleicht auch noch eine höhere Ebene mal möglich ist? Einfach da ein bisschen drüber nachdenken, gerne auch mit uns im Kurs diskutieren oder wenn ihr das eine oder andere Beispiel habt für uns, vielleicht aus eurer Unterrichtspraxis, sehr, sehr gerne. Und ja, wir freuen uns weiterhin auf die Zusammenarbeit in unserem MOOC.
Viel Spaß!